Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Heute an Heiligabend eine neue Folge mit unserer kleinen Merrily. Passend zum ja, weihnachtlichen Tag heute mit einer schönen, schönen roten Weihnachtsmütze. Wir werden heute anfangen in Vashir zu questen. Allerdings gab es schon einige Male die, die Bitte, dass wir ja mal zum Friseur gehen könnten. Und da wir ja letztes Mal in Sturmwind, hoppala, da wir ja letztes Mal in Sturmwind unseren Flugskill quasi die höchste Stufe gekauft haben, sind wir jetzt eh gerade im Sturmwind und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz fix zum Friseur, bevor wir losgehen, Richtung Vashir. Wir haben ja letztes Mal beim Betreten von Sturmwind auf Stufe 80 eine Quest erhalten, die uns dann wohl nach Vashir schicken wird. Die werden wir uns auch noch gleich durchlesen. Jetzt geht's erstmal hier zum Barbier. Hallo Genevieve, sehr schön. Und Jelinek Scharfschnur, der wird sich um unsere wunderschöne Mähne kümmern. Und da sehen wir unsere Merrily auch schon ein wenig. Naja gut, das haut nicht so wirklich hin. Ein bisschen rauszoomen und dann geht sich das schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, was wollen wir machen? Wir könnten ja mal gucken, ob wir vielleicht eine rote Haarfarbe passend zu, passend zu Weihnachten haben. Das sieht doch wunderschön aus. Und vielleicht noch eine schicke neue Friese. Mal gucken, das ist ein bisschen zu extravagant. Das hier ist, das wäre ein bisschen, das ist eigentlich auch gar nicht mal so übel. Die Frage ist jetzt halt, was wir nehmen sollen. Das ist so ein bisschen brav, das würde zu unserer Merrily passen. Also ich werde jetzt mal irgendwas auswählen. Ihr seht hier oben die Namen von den Frisuren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches euch am besten gefällt. Und dann können wir das vielleicht später nochmal nehmen. Das finde ich jetzt nicht so hübsch. Okay, unsere kleine Punk-Merrily, das sieht doch auch schon mal nett aus. So, dann haben wir hier so eine Turmfrisur wie Marge Simpson, das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Dann haben wir hier so ein bisschen was Freches, so Knollen, das ist eigentlich auch ganz nett. Dann haben wir die Rattenschwänze, das ist so die typische, Gnomfrauenfrisur. Damit laufen eigentlich fast alle Gnome rum. Diese Frisur quasi in rosa. Dann haben wir hier einmal gescheitelt, sieht eigentlich auch ganz nett aus, so ein bisschen, verwuschelt. Dann haben wir einmal nass, das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Geflochtene Knoten, oh okay. So ein bisschen festlich auch. Und unseren Bob, den wir ja schon immer hatten. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Zusammengebundene. Das ist so ein bisschen brav, das steht ihr, finde ich. Ist jetzt meine Meinung. Wie gesagt, ihr seht ja hier oben die Namen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches ihr am hübschesten findet. Und dann, falls es da irgendeine extrem positive Tendenz geben sollte, können wir ja nochmal zum Friseur kommen und uns die Haare ändern lassen. 11 Gold kostet uns das. Die Ohrringe könnten wir eigentlich auch mal wechseln. Vielleicht hier so die kleinen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Die passen so ein bisschen besser zu den Haaren. Alles klar, 20 Gold beim Friseur lassen. Typisch Frauen. Wunderbar, aber heute laufen wir wieder mit Zipfelmütze rum. Mit einer wunderschönen Weihnachtszipfelmütze. So, wir hatten letztes Mal die Quest bekommen. Und zwar, übrigens, morgen wird noch ein kleines Weihnachtsspecial kommen. Heute wollte ich jetzt nicht den Kanal mit Videos zugleistern, weil heute um 13 Uhr ist ja schon das Minecraft-Weihnachtsspecial gekommen. Also freut euch schon mal auf morgen. Morgen wird ein kleines Weihnachtsspecial zu World of Warcraft kommen. Aber das nur nebenbei, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Eine persönliche Einleitung. Ein ungewöhnliches Gefühl steigt in euch auf und überflutet euren Geist mit Gedanken und Bildern. Hört meine Worte, Merrily. Eine fürchterliche Krise hält unsere Welt fest in ihrem Griff. Ich rufe euch an, uns in dieser verzweifelten Stunde Hilfe zu leisten. Ich bin Narad, sucht mich umgehend auf und eure Berufung wird sich enthüllen. Ich erwarte euch am östlichen Erdschrein in Sturmwind. Alles klar? Da werden wir auch direkt hinfliegen und zwar ist das hier im Nordosten der Stadt. Jetzt muss ich nur noch mal gucken. Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe nämlich für das morgige Special noch was gemacht, wo ich keine EP bekommen durfte. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob ich das wieder... Doch, natürlich, oder? Ich weiß das gar nicht. Wir schauen uns noch mal ganz kurz in die Burg Sturmwind. Ich mache die Folge einfach 5 Minuten länger. Das ist ja kein Problem. Dann haben wir heute halt eine 20-Minuten-Folge, ist ja gar kein Act. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Ich wünsche erneut Erfahrungspunkte zu erhalten. Tatsächlich, die EP-Sperre, die war noch drin. So, wir bekommen wieder Erfahrungspunkte. Nicht länger Erfahrungspunkte. Alles klar, wir bekommen wieder Erfahrungspunkte. Das ist natürlich essentiell dafür, dass wir in Vashir ein wenig voranschreiten können.
Und wie gesagt, Hyal wird dann irgendwann bald demnächst nachgeholt. So, jetzt habe ich einen kleinen Frosch im Hals. Kleinen Moment, bitte. Eieieiei. Also ich weiß nicht, was mit meinem Hals los ist. Ich gönne mir mal schnell einen Schluck Kaffee. Ich bin auf jeden Fall krank. Ich nehme immer noch Antibiotika. Beziehungsweise ich habe bis Sonntag Antibiotika genommen. Weil es mich richtig krass erwischt hat. Also das war, ja, damit war diesmal absolut nicht zu spaßen. Und jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Aber irgendwie der Hals, der streikt immer noch. Ist eigentlich absolut nicht ideal, um jetzt aufzunehmen. Narad, der Erdsprecher. Nicht aufgeben. Was wollt ihr, Freunde? Möge euer Sinn für Ehre und Pflicht Azeroth gute Dienste leisten, Kriegerin. Ja, wunderbar. Das Auge des Sturms. Seid gegrüßt, Held von Azeroth. Im Namen des irdenen Rings danke ich euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Euer Name ist uns nicht unbekannt, Merrily. Die Zahl eurer Heldentaten und Errungenschaften ist Legion. Azeroth steht schon jetzt tief in eurer Schuld und dennoch bedarf das Land erneut seiner Helden. Ich bin nur ein Bote, eine mächtige Präsenz wünscht mit euch zu sprechen. Schaut in die Wasser der Weitsicht und seht, in welcher Zwangslage sich unserer Welt befindet. Sich unserer Welt befindet. Ja, klingt komisch, ist aber wahrscheinlich die Sprache der Erdsprecher, also nicht wirklich Deutsch. So, was müssen wir machen? In das Wasser schauen. Wo ist denn hier ein Wasser? Ach so, da ist das Wasser. Dann schauen wir da mal ganz fix rein, was uns da erwartet. In die Wasser der Weitsicht geschaut. Okay, ein kleiner Ladebildschirm. Der Mahlstrom. Oh, ein Video. Hört mich an. Unsere Welt stöhnt vor Schmerzen. Sie ist belagert von einem Feind, der über unaussprechliche Macht verfügt. Während das Land aufbricht und zerfällt, müssen die Gräben, die die Völker kennen, überwunden werden. Denn keine Seite kann gegen die Bedrohung bestehen. Schließt euch mir an. Werft eure Vorurteile über Bord. Gemeinsam überwinden wir die Spaltung Azeroths und seiner Völker. Alles klar, okay. Da war gerade der Mahlstrom zu sehen. Der ist hier auf der Karte ziemlich zentral gelegen. Das ist quasi so ein riesiges Loch, was Wasser ins Erdinnere saugt. Ja, wunderschön. Und Thrall haben wir gesehen. Thrall, der ehemalige ja, Boss der Horde. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das mit der Story war, aber ich glaube, der hat anlässlich des Kataklysmus hat der quasi seinen Posten aufgegeben? War das so? Ich weiß es nicht. Wenn das jemand weiß, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Der hat, glaube ich, seinen Posten als Chef der Horde aufgegeben, um eben im Kampf gegen Todesschwinge bzw. gegen den Kataklysmus zu helfen. Bei der Horde regiert jetzt ein anderer. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Aber wie gesagt, wenn das jemand weiß, dürft ihr das gerne auch ausführlich unten in die Kommentare schreiben, über 2, 3 Kommentare, weil die Geschichte, die interessiert mich eigentlich schon sehr, aber ich habe meistens keine Zeit, um mich da reinzulesen. Alles klar, auf jeden Fall, den Mahlstrom haben wir gesehen, Thrall haben wir gesehen, der da ja irgendwelche schamanistischen Aktivitäten vollzogen hat. Lebt noch einen Tag. Jetzt, da ihr die Wahrheit gesehen habt, werdet ihr euch dazu entschließen zu dienen, aber selbstverständlich, mein Lieber. In die Tiefe! Der irdene Ring hat die wasserreichen Gefilde von Vashir als Quelle zerstörerischer Energien des Feindes ausgemacht. Es ist noch immer unklar, mit welchen Gefahren wir es hier zu tun haben. Jegliche Informationen, die ihr sammeln könnt, sind von großem Wert. Die Allianz schickt in diesem Augenblick Kriegsschiffe in die Region. Um dorthin zu gelangen, begebt euch in den Nordwesten Sturmwinds und sprecht mit Rekrutierer Burns im Hafen von Sturmwind. Mögen die Geister euch leiten, Merrily. Alles klar, es geht ab zum Hafen von Sturmwind und zwar an das an den Steg, der eigentlich nach Nord entführt. Mal gucken, was uns da erwartet. Diejenigen, die das Spiel selber spielen, die wissen natürlich, was jetzt passiert. Aber ich mag jetzt natürlich noch nicht allzu viel spoilern. Auf jeden Fall wird uns jetzt wieder ein Stück Phasing treffen. Weil, wie gesagt, ursprünglich ging es ja hier Richtung Nordend und so, ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, wir sind hier. Hoppala, da vorne müssen wir natürlich erstmal kurz mit dem
lieben Rekrutierer Burns reden. Mr. Burns quasi. Montgomery Burns. Das Licht sei mit euch. Alle unsere Kriegsschiffe sind in See gestochen, um gegen die Horde zu kämpfen. Ihr werdet das Söldnerschiff nehmen müssen. Alles klar? Die Pflicht ruft. Bürger, wie ihr vielleicht gehört habt, greift uns die Horde vor der Küste an. Die Schlacht ist heftig und unerbittlich. Wir brauchen jeden Tauglichen, um die Feinde zurückzuschlagen. Meldet euch unverzüglich am nördlichsten Dock, um zur Schlacht transportiert zu werden. Oh, und unsere offiziellen Schlachtschiffe sind, nun ja, etwas später dran als geplant. Macht euch aber keine Sorgen, wir haben Söldnerschiffe angeheuert, die in der Zwischenzeit reichen sollten. Beeilt euch jetzt, Kriegerin, Sturmwind braucht euch. Alles klar? Und schon greift das Phasing, ihr habt gesehen, wie sich das hier alles geändert hat. Jetzt sind wir quasi in einer anderen Phase des Hafens von Sturmwind. Ich kämpfe jetzt seit 10 Jahren gegen die Horde und es war noch nie schlimmer. Alles klar? Jetzt warten wir mal so ein bisschen auf unser Hordenschiff. Hordenschiff sage ich schon, Söldnerschiff. Achso. Stellen wir uns mal so ein bisschen an ihn, an sie, dass wir das hören. Ich kann mir dabei noch ein Stück Käffchen, ja, hier so lecker, lecker. Nichts mehr davon übrig. Ja, das ist böse, was. Ich war hier, als der Drache angegriffen hat. Todesschwinge. Ja, Todes. Die ganze Stadt zerstören können, wenn er gewollt hätte. Wir hatten keine Chance, ihn aufzuhalten. Was hat ihn denn wieder verjagt? Keine Ahnung. Es ergab keinen Sinn. Er kam, fackelte den Park ab und flog dann einfach davon. Wenn ihr mich fragt, die Bestie ist verrückt. Ja, Todesschwing hat einiges kaputt gemacht in der Welt. Das werden wir noch sehen. Beziehungsweise werde ich euch das auf jeden Fall noch zeigen. Auch wenn wir da jetzt so mit den Quests nicht hinkommen sollten, weil in der alten Welt hat sich auch einiges verändert. Das kann ich hier mal kurz zeigen. Genau am Rand des Horizonts. Erkennen? Was genau? Also irgendwie reden. Kurz nach den letzten Beben aufgetaucht. Irgendwie reden die komisch. Darum kämpfen wir. Jedenfalls an dieser Front. Na gut, ich zeige euch das später, das ist ja jetzt auch egal. Seid ihr schon dort? Das ist jetzt mein drittes Mal. Wir haben ja zum Beispiel. Kampf meines Lebens. Oh, Kerl! Red doch einfach durchgehend oder hör auf zu reden. Diese Insel verlieren, ist Sturmwind so gut wie verloren. Das weiß die Horde. Ja, die Horde ist nicht auf den Kopf gefallen. Wir haben ja zum Beispiel in den 1000 Nadeln gesehen, was Todesschwinge angerichtet hat. Das war im Osten zum Beispiel, hatte das Land eingerissen, wodurch die 1000 Nadeln überschwemmt worden sind. Was siehst du denn? Ah, das Söldnerschiff, da hinten kommt es schon. Oder zum Beispiel das Brachland, das wurde in zwei Teile geteilt. Anlässlich des Kataklysmus sind jetzt zwei verschiedene Questgebiete. Das Schiff sollte gleich hier sein. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Wir können ja in World of Warcraft Titel sammeln. Merrily ist jetzt Kreuzfahrerin geworden, das kann man ein- und ausblenden. Hier einmal im Charakterbildschirm unter Titel. Das hier sind Titel von anderen Charakteren von mir. Das ist ja jetzt inzwischen accountübergreifend. Ich habe jetzt einfach mal Kreuzfahrerin davor gepackt. Das ist aber im Prinzip ganz egal. Das ist einfach nur rein kosmetisch. Das bringt uns alles nichts. So, einmal hier drauf. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz räuspern. Wahnsinn. Alles klar. Nee, heute ist kein guter Tag für Aufnahmen, merke ich gerade. Wahnsinn. Sehr gut. Lustiger Kauz. MacPherson, der Kapitän dieses wunderschönen Söldnerschiffes hier. Und da brechen wir auch schon auf. Leider keine anderen Mitstreiter, das heißt, wir sind aktuell gerade so auf dem Levelgebiet die einzige, die jetzt Richtung Vashir fährt. Ja, das tust du! Hallo! Ja, Butt ist ein bisschen
aufgeregt, glaube ich. Ach ja, Batz ist ganz euphorisch. Das ist doch wunderbar. Laufen wir einfach mal hinterher. Komischer Kauz. What? Oh. Zivilisten. Adara war wohl verliebt in ihn. Oh, jetzt muss sie weinen. Oh. Oh. An Weihnachten, dem Fest der Liebe, verliert sie ihren Macker. Wahnsinn. Unser Ziel. Oh, hier hinten? Oder wie, oder was? Das? Für unseren König, für Sturmwind und seine Bürger. Aha. Jeder Ork, den ihr heute tötet, wird sie ehren. Und jeden Soldaten, der vor euch kam. Okay. Hilfschrei hat seine besten Truppen zur Insel geschickt. Wir sorgen dafür, dass keiner von ihnen heimkehrt. Heute wird Hölzschrei die Lektion lernen, die Thrall ihm nie erteilt hat. Sturmwind wird niemals fallen. Ach ja, der neue Boss der Horde ist wohl Hölzschrei, soweit ich das hier jetzt rauslesen konnte. Wir werden in Kürze an Land gehen. Na, da wäre ich mir nicht so sicher, mein lieber Kapitän Taylor. Vashir ist ja nicht umsonst ein Unterwassergebiet. Tang-Tar-Wald, sehr schön. So, mal gucken. Jetzt müsste eigentlich langsam mal irgendwas passieren. Lalala. Ja, die Folge ist bisher nicht so extrem spannend. Kapitän, Schiffswrack, Steuerbord voraus. Oh. Hier vorne, sehr schön. Matrose Bannon. Wen haben wir da? Belinda, Kapitän Gremwul und Billy Club Billy. Sehr schön. Wow, was ist das denn? Was zum... Panik, Panik, Panik! Ich merke gerade, dass ich ziemlich gut quietschen kann. Wow! Okay. Bam! Das war's dann wohl. So, was müssen wir machen? Achso, wir sind bewusstlos, alles klar. Oh, unsere arme kleine Marily. Sie hat sogar die Augen zu. Moi. Und da treibt sie gen Meeresgrund. Ja, ja, arme kleine Marily. Autsch! Oh, in die Tiefe mit euch, Bestie! Wen haben wir denn hier? Erunak Steinsprecher, okay. Luftblase blasen. Okay, es geht mal wieder um Blasen. Wahnsinn. Irgendwie verfolgt das unsere kleine Marily. Wenn man das mal so sagen darf. Der Salzkutter. Entspannt euch, Freund. Ihr seid am Leben. Noch. Leider können die anderen das nicht von sich behaupten. Alles klar? Ja, wir sind wieder auf den Beinen. Wunderbar. Und es geht tatsächlich los in Vashir. Aktuell in so einem kleinen Schiffswrack hier am Meeresgrund, so wie es ausschaut. Die Pflicht ruft. Ich wette, dass ihr eine andere Art von Schlacht erwartet habt, aber es ist dennoch eine Schlacht. Ihr werdet schon sehen. Alles klar? Seetauglich. Willkommen im Salzkutterkriegerin. Ich bin Erunak, der letzte überlebende Passagier dieses einst stolzen Schiffes. Ich fürchte, die Mühen haben für euch gerade erst begonnen. Die Nager greifen unaufhörlich an. Ihr seid an die Bedingungen hier unten nicht ausreichend angepasst, um von großem Nutzen zu sein, aber das kann ich ändern. Direkt außerhalb dieses Schiffes lebt eine besondere Art von Seestern. Bringt mir einige davon und ein Tritonshorn. Ich werde eine Verzauberung vorbereiten, die eure Überlebenschancen deutlich erhöhen wird. Erunak im Salzkutter möchte, dass ihr ihm 3 Salzwasserseesterne und ein Tritonshorn vom Seefahrergrab bringt. Wollen wir das heute noch machen, Freunde? Dann wird die Folge halt mal 25 Minuten lang. Es ist Weihnachten. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, wir können auf jeden Fall unser Wasser nicht atmen, beziehungsweise wir haben nur 3 Minuten Luft. Soweit ich mich erinnere, sind das 3 Minuten. Wir sammeln jetzt erstmal hier so ein bisschen Seesterne auf und dann brauchen wir noch so ein Tritonshorn. Oh, Obsidium-Vorkommen. Vielleicht sollten wir das direkt mal an uns nehmen, weil wir sind ja Geldgeil und so. YouTuber, Partner und so, ne? Kennt man ja. Oh, da haben wir Tritonshorn. Nehmen wir erstmal das Tritonshorn. Das ist natürlich für unsere Quest erstmal wichtiger.
So, dann schnappen wir uns hier hinten mal fix das Erz, wenn ich es denn finde. Da unten haben wir das Obsidium-Vorkommen. Sehr schön. Schaut's eigentlich mit... Oh, Bergbau ist schon fast auf 450. Wunderbar. Nehmen wir das mal an uns. Eventuell schaffen wir jetzt in Cataclysm die 525. Wunderbar. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das packen wir mal hier hin. Das Zeug verkaufe ich vielleicht schon mal im Auktionshaus. So, Seesterne brauchen wir. Da haben wir einen Seestern. Nummer 2. Und... Oh, jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir hier noch einen Seestern? Seestern! Wo bist du? Hallo, Seestern. Hätte gern noch so einen Seestern. Ist das da hinten? Das ist ein Tritonshorn, oder? Da haben wir einen Seestern. Sehr schön. Ach nee, hier vorne ist schon wieder eins respawned. Alles klar. Nehmen wir mal das an uns. Und ja, bald wird es in Vashir ein wenig flotter vonstatten gehen. Das heißt, wir werden hier nicht die ganze Zeit so lahmarschig rumschwimmen müssen. Aber das sehen wir alles noch. So, einmal hier hochgeschwommen. Und dann haben wir die Einführungsquest soweit schon mal erledigt. Wo ist unser lieber Freund hier vorne? Sadala. Seetauglich. Schön zu sehen, dass ihr noch am Leben seid, Gnom. Habt ihr die Dinge gefunden, die ich brauche? Ja, bitte sehr. Bitteschön, Kriegerin. Damit solltet ihr euch im Meer fast mühelos bewegen können. Doch jetzt müssen wir uns an die Arbeit machen. Wir haben viel zu tun, aber nur wenig Zeit. Wir bekommen einen Zauber auf uns gewirkt. Seetauglich. Gewährt Wasseratmung und erhöht innerhalb von Vashir das Bewegungstempo um 60%. Das ist doch schon mal ein netter Anfang. Die Quest nehmen wir erst beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Genau. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Wie gesagt, morgen gibt es eine kleine Weihnachtsfolge, beziehungsweise ein Weihnachtsspecial neben der normalen Folge. Das heißt, morgen wird es 2 Videos zu World of Warcraft geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest mit all euren lieben Verwandten, Familien, Freunden. Allen Menschen, die euch lieb sind, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen um, ja, 18 Uhr, 16 Uhr, 16 Uhr in der Special-Folge und 18 Uhr in der normalen Folge wieder. Bis dahin, tschüssi und einen schönen weihnachtlichen Heiligabend noch. Tschüss!